Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen auf Mallorca zum wahrscheinlich größten Abt-Event seit sehr langer Zeit. Wir haben wirklich die geballte Power, alle Autos am Start. XGT, Urus, RS7000 PS und vieles mehr. Also schneidet euch an. Los geht's. So, wir sind jetzt an der Rennstrecke angekommen, Leute. Das ist unsere Location für heute. Ist nicht nur perfekt, weil wir hier einfach alles testen können und fahren können, sondern es sieht auch noch unglaublich aus. Man hat einen tollen Blick auf Mallorca. Wir fahren hier rein. Man sieht schon die Abt-Logos, Sierra-Logos, XGT. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Das hier ist ein 1000 PS RS7. In Kalamigrün. Tobi ist schon hier. Und ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, was wir hier alles an Aufgebot haben. Es ist ein absoluter Traum. Wirklich, es wird so schön. Jetzt noch nichts anfahren, dann kann nichts schief gehen. So ist perfekt. So ist es. Genauso. Genauso muss er stehen, damit der Tag ein Erfolg wird. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute YouTube schauen dürft, dass ihr dabei sein dürft. So, wir steigen aus. Ah, Leute, das klingt auch noch einen wunderbaren XGT. Der Grund, warum wir hier sind, ist relativ einfach. Wir wollen zum einen natürlich unsere Marke und unsere Produkte mal richtig erlebbar machen. Und da bietet sich der Ort hier sehr gut an. Ich kenne die Rennstrecke ja hier in- und auswendig. Bin mit der Formel E schon etliche Runden hier gefahren. Hier wird auch immer noch sehr viel Formel E getestet. Aber heute haben wir hier natürlich was viel Besseres dabei, nämlich unsere kompletten Abt-Modelle. Und wir sind quasi eine ganze Woche hier. Das heißt, heute ist der Pressetag. Jetzt fährt gerade Top Gear hier. It's just the way that dip locks up and punch you out of corners is so good. The XGT is easily the most exciting and intense R8 there has ever been. Die nächsten Tage werden noch Kunden von uns da sein und am letzten Tag kommen noch ein paar sehr, sehr nice Influencer und Freunde vorbei und dann werden wir uns einen guten Tag machen. Aber ich zeige euch einfach mal ein bisschen, was wir alles an Line-Up mit am Start haben, Leute. Denn farblich gesehen ist es auf jeden Fall ein absoluter Oberbringer. Wir haben RS7 Legacy Edition am Start und zwar die 1000 PS Variante in Kialami Grün. Finde ich schon mal eine absolute Granate. Passt sehr schön hierher und macht sich natürlich dann auch in Kombination mit dem Rest sehr gut, denn wir haben ein RS6 Legacy Edition in Ascari Blau. Wie ihr wisst, Blau eigentlich immer so eine Farbe, weiß ich nicht, ob ich mich so anfreunden kann, aber ich finde, der schaut schon sehr, sehr gut aus. Steht dem Auto echt top, harmoniert super schön insgesamt. Also echt ein absoluter Knaller. Wir machen farblich weiter. Wir haben natürlich auch den Urus mit dabei. Also irgendwie auch ein wildes Gefühl, ne? So dass so jetzt mein Auto hier auf Mallorca einfach steht. Ne? Alle Autos wurden hertransportiert und dass wir eben auch den Urus hier mit dabei haben. Ganz, ganz wichtig. Und dann hat Scherer auch noch ein paar Autos mitgebracht. Einmal ein RS-Q8 Signature Edition, der noch am Start ist. Und dann ein RS6X und ein Aaron. Was hast du dabei? Ein RS4X. Das hast du sehr gut gesagt. Und wie fährt es sich? Ist sehr gut, macht Spaß. Ja, bist auch nur 3 Meter gefahren. Ja. Ne? ja, dann sogar noch hier einen R8 GT und einen TTRS, der ordentlich umgebaut ist, auch Leistung von uns drin hat. Das so ein bisschen als Track-Tool eigentlich, um ja, einen Leading-Car zu haben. Weil wir eine Sache haben, die natürlich alles, sag ich mal, ein bisschen auch übertrifft und wirklich unfassbar gut hier hinpasst. Und zwar unseren Rennsport-Auflieger mit unseren XGTs. Und wir fangen mal schnell ganz links an. Du machst jetzt die Führung. Ja, hey, ist doch super. Nein, wir zeigen euch jetzt mal, was wir hier so aufgebaut haben für Presse, Gäste und auch Influencer. Auch dazu wird es noch ein Video geben. Wir haben nämlich sehr gute Gäste dabei. Sollen wir schon verraten, wer kommt? Können wir eigentlich, oder? Ja, bis dahin wissen es eh alle. Ja. Ja, genau. Bis dahin wissen es eh alle. Also Dave wird da sein, Gerd Collector, Matthias Malmedy und Rocast, das ist noch ein internationaler Channel. Und ja, den wollen wir natürlich, so wie den Gästen, halt einfach eine gute Zeit geben, um unsere Autos erleben zu können und speziell auch mal die Chance zu haben, den XGT zu fahren. Also, weil das ist, sollen wir den schnell, weiß nicht, was die da hinten, hast du ihm eine gegeben? kurz, ja genau, also einfach, um hier ein geile Experience zu haben. Ich weiß nicht mal, wie wir da reingehen. Ich weiß nicht, was ich überhaupt mache. Weiß ich auch nicht. Was mache ich eigentlich? Weiß ich auch nicht. Dann komm du wieder Putzer. Komm, ich will auch den Putzer. Ciao.
Tobi hat sehr viel geholfen, das Event hier zu leiten. Deswegen wollte ich ihn mal kurz mit reinnehmen. Aber einfach, dass ihr seht, ne, wir haben hier quasi in dem Boxengelände so eine kleine Lounge aufgebaut, in der die Gäste natürlich ein bisschen chillen können. Ich muss sagen, ich habe mich schon sehr in diese Möbel verliebt. Das sind richtig geile, teure Outdoor-Möbel, die wir da besorgt haben. Würde ich am liebsten gleich mit nach Hause nehmen. Hier kann man chillen, kann sich gleich sein XKT-Booklet hier anschauen, wo alles sauber drinsteht, was man wissen muss über den wunderbaren XKT. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, also einfach so ein bisschen zum Chillen, aber die Leute wollen natürlich vor allem eins, und das ist die Autos anschauen. Und ich finde es super geil, dass wir hier nicht nur einen XKT, sondern drei XKT haben und auch zum ersten Mal einen in dem Heritage Design. Ihr könnt ja auch gerne mal kommentieren, welche Farbe ihr so am besten findet, wenn ihr jetzt mal alles gesehen habt. Viele fanden Heritage natürlich geil. Klar, sind so ikonische Farben, macht wirklich was her. Ich glaube, ich habe einen anderen Favoriten, werden wir aber gleich sehen. Der hier wird auch nicht gefahren, der ist jetzt einfach nur ein reiner Aussteller, ne, damit man hier einfach quasi was stehen hat, während man vielleicht wartet oder vielleicht gerade sich unterhält oder irgendwie gerade sich ein schönes Käffchen macht. Wir haben dann auch noch mal ein bisschen die verschiedenen Grundfarben mitgebracht. Das heißt, den XGT gibt es ja in vier Farben. Einmal in dem Grün, in dem Weiß, in dem Grau und in dem Schwarz. Und dazu gibt es dann eben Kontrastfarben, wie einmal Bronze, Schwarz, Grün, Rot oder eben Weiß. Das sind die Farben, die dann aufs Auto kommen, die man bestellen kann. Und hier, wenn wir eins weitergehen, dann haben wir hier quasi nochmal eine Area aufgebaut. Hier werden dann die Kunden sich umziehen, wenn sie das denn möchten. Das Ding ist ja beim XGT, es ist ein Rennauto mit Straßenzulassung. Also ist es auch jedem für sich selbst überlassen, möchte man das oder möchte man es nicht. Jetzt sind wir hier auf der Rennstrecke. Manche sagen einfach, ich fühle mich wohler mit einem Helm. Und dann kann man einfach hier sich ins Rennoutfit schmeißen. Und dann gehen wir mal noch eins weiter und dann seht ihr jetzt schon den absoluten Oberknaller. Einmal den weißen XGT, den habt ihr schon kennengelernt. Das ist das Vorstellungsfahrzeug, mit dem wir auch schon auf der Straße gemeinsam gefahren sind. Der ist hier sauber vorbereitet und dann ganz neu mit dabei. Meiner Meinung nach ein absoluter Banger. Schwarz mit goldenen Akzenten, beziehungsweise bronzenen Akzenten, die man jetzt hier so richtig schön sieht. Das sieht natürlich unfassbar gut aus. Auch im Innenraum vor allem, wenn man mal guckt. Da hat man da nämlich auch noch den Käfig hier in der Kontrastfarbe. Das kommt natürlich schon wirklich enorm sexy. Also das ist echt mega. Es sind alles drei Prototypen, die wir aufgebaut haben. Die Produktion beginnt ja jetzt, aber es gibt natürlich auch einfach Tankdeckel offen. Es gibt natürlich auch einfach viele Kunden, die wirklich Interesse haben. Es war crazy, was da abging von Anfang an. Aber einige sagen halt auch, ich möchte mal fahren und ich möchte einfach mal wissen, wie fühlt sich das Ganze an, so einem Auto zu fahren. Und das ist eben jetzt hier die Chance. Wir haben jetzt gerade tatsächlich schon ein paar Gäste da gehabt. Die wollen natürlich nicht vor die Kamera, das ist verständlich. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß das Grinsen war. Das war echt gigantisch, das zu sehen. Und macht natürlich Spaß. Und damit ihr auch die Möglichkeit habt, ein bisschen an dem Spaß teilzuhaben, würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal den XGT und fahren mal hier eine gemeinsame Runde auf der Rennstrecke in Mallorca. Los geht's. So, Leute, jetzt starten wir hier mal den Motor. Schalten in den ersten Gang, rollen mal los. Es war echt so beeindruckend zu sehen, ne, wie die Kunden, die das Auto jetzt so gar nicht kannten und vielleicht auch gar nicht so den Rennsportbezug dabei haben, wie schnell die in der Lage waren, doch eine ordentliche Pace aufzubauen und irgendwie ein Gefühl für das Auto zu entwickeln und vor allem dieses Grinsen dann am Ende gigantisch. Und das war ja wirklich das Ziel auch, dass man zwar ein Rennauto hat, was hier immer noch auf die Rennstrecke kann. Übrigens, dieser Blick ist gigantisch. Einfach hier runter aufs Meer nach Palma. Von der Rennstrecke, wirklich, das ist mein Leben. Das, also besser als das geht's fast nicht mehr. Ja, und jetzt fahren wir einfach mal raus und schauen uns gemeinsam die Strecke an. Kriegen hier mal ein erstes Gefühl. So. Und das Ding ist, reden ist immer sehr schwer, wenn man jetzt hier fährt. Yeah.
Da ist die lange Gegengerade. Anbremsen, hier hat man relativ viel Fläche tatsächlich. So, dann einmal rum. Seht schon, ist relativ eng. Auf aufs Gas. Hier wieder rum auf Start ziehen. Ihr seht den Akku. Sehr schön, den Abt mal wieder in einem Rennwagen zu sehen, nach so vielen Jahren. Ja. Tut gut. Besteht Angst? Nö, Angst überhaupt nicht. Ich freue mich tatsächlich für ihn, dass er mal wieder ein Rennauto fährt. Sehr schön. Also ein Rennauto mit Straßenzulassung, so muss man sagen. Ja. Ja, nicht ein reinrassiges Rennauto, aber schauen wir an, wie er da fährt, wie ein Gott. Was sagst du zu dem Ereignis? Ich kann gar nicht hinschauen. So eine perfekte Linie habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Da muss ein Profi, ein Vollprofi sein, da drin auf dem Auto. Wer fährt denn überhaupt? Weiß auch nicht. Wer fährt denn jetzt gerade? Der Daniel. Daniel. Was sagst du dazu, dass er wieder fährt? Ja, weiß nicht. Wie fährt er denn? Fährt er gut? Weiß nicht. Ja. Musst du sagen. Ja. Ja, finde ich gut. Hast du Angst? Angst habe ich nicht. Absolut herrlich. Es ist leider super schwer mit euch zu reden, weil es ist einfach so laut hier, dieser Motor und diese Kulisse hier. Es ist brutal, aber es macht richtig Spaß. Ne? Man kann das Auto geil um die Strecke werfen, richtig schön rumzirkeln. Herrlich, wirklich absolut herrlich. Besser als Kaffee. Besser als was? Kaffee. Viel besser als Kaffee. Besser. Wirklich, das ist einfach nur sowas von gut. Das macht richtig Spaß. Man kann das Auto da um die Ecke rumschmeißen. Total geil. Was machen wir jetzt neu? Das musst du jetzt sagen. Ich sagen. Also wir fahren jetzt auf eine Scenic-Tour. Also Scenic. Scenic-Tour. Okay. Mit dem RS Q8 SE, glaube ich. Mit dem RS 7 LE 1000. Mit dem RS 6 LE. Und dem Urus Scatenato. Ich muss warten, bis ich fertig gesprochen habe. Abt Urus Scatenato. Da. Komm, fertig. Einen wunderschönen Spot haben wir uns hier rausgesucht. Leute, das ist so absurd. Ne? Im Konvoi sind wir jetzt gerade hier runtergefahren und es schaut so krass aus. Einfach, wenn diese verschiedenen Autos mit den verschiedenen Farben hier entlang brettern. Absolut genial. Jetzt werden wir noch den Sonnenuntergang hier auf jeden Fall genießen und ein paar richtig schöne Shots noch machen, damit wir was zum Posten haben. Ne? Super. Ja. Perfekt.